Servus und hallo, ich begrüße euch. Und zwar ist wieder was Nice in Item Shop drin und das wollte ich sagen, let's go, Freunde. Und wie man da schon sehen kann, ist dieser Skin drin, schicker Checker drin, kostet 800 V-Bucks, hat zwei Stile. Das ist vorne dieser Stil und da mit dem Lama drauf, schaut richtig nice aus. Und wir haben nur die coole Keule, schaut auch irgendwie cool aus. Und das Ganze werden wir uns jetzt mal gönnen, let's go. Der muss gleich ausrüsten, hier. Und den Skin noch. Let's go, Freunde. Und dann werden wir uns das Ganze mal in der runden Uhr schon. Let's go, Freunde. So, Freunde, wir sind auf meiner eigenen Map. Abonnieren und Glocke aktivieren wir nicht. Das hat mich sehr supporten. Und wir haben jetzt den Skin ausgerüstet mit diesem Pickaxe Baseball Schläger. Dazu habe ich genommen diesen Leiter, weil der oben schwarz-weiß ist. So schaut es aus mit der Scar. Ich habe eine weiß-schwarze Lackierung genommen, weil es am besten dazu passt mit der Tech-Nummer. Mit der Maschinenpistole. Wir haben jetzt diese Pickaxe da, diesen Baseball-Klopper da. Ist ganz cool. Ist ja cool zum Abbauen, hört sich ja ganz cool. Oh ja, schauen wir mal, wie er sich bei Metall anhört. Ja, bei Metall hört er sich so an und wenn er schwingt, dann ist er so. Okay, so schaut das Ganze in Graus aus und da war ja damals dieses Emote. Nur dass man das auch gesehen hat, den Tanz finde ich richtig cool. Der gehört auch zu den Skin irgendwie, weil da ist das vorgestellt worden. Dann gehen wir mal in die Runde. Let's go, Freunde. So, Freunde, wir haben den Skin ausgerüstet. Der hat zwei wählbare Stile. Wir haben jetzt die zweite Variante. Der Skin kostet 800 V-Bucks, hat kein Backblink dabei. Dazu haben wir diese Pickaxe genommen. Die kostet nochmal 500 V-Bucks. Und ich habe dazu diesen Marshmallow-Gleiter, weil der halt von den Farben her ganz gut passt. Und diese schwarz-weiße Lackierung habe ich auch genommen. Die passt nämlich farblich auch ganz gut dazu. Und von dem her richtig nicer Skin. Ich denke mir, dass das so wie so Iconic 2.0 irgendwie ist. Aber mir gefällt irgendwie der Skin. Der schaut richtig cool aus. Wir werden uns den jetzt auch dann gleich mal näher noch anschauen. Und dann sieht man schon. Und vorne hat er eben das Lama um und der andere Skin, also die Stilvariante, diesen Tomato hat er umgehabt. Da hört man die Pickaxe. Das ist Uhr, die ist auch nice. So, jetzt ist oben, wenn die Pickaxe schwingt. Ja, jetzt ja ganz smooth so. Da Freunde, wir schauen uns jetzt den ganzen Skin von vorn an. So schaut das aus. Wie gesagt, vorne sieht man dieses Lama-Zeichen. Finde ich, schaut richtig cool aus. Für mich kommt der irgendwie so vor, als war das Iconic 2.0. Aber gut, muss jeder selber wissen. Irgendwie ist schon so. Mit dieser weißen Lackierung. Schaut das auch richtig cool aus. Schauen wir mal, hier zu tilted. Da unten ist er einer. Ne, der ist schon wieder, Alter. Immer zweimal im Leben. So krass, dass durch den Sturm da durch. Schaut mir heftig aus. So, Freunde, warum dass ich mir den Skin gekauft hat, weil für 800 V-Bucks kann man echt nichts verkehrt machen. Man hat zwei Stile,
Der Skin schaut richtig nice aus. Es ist Iconic 2.0. Sag jetzt ich mal so als Gaudi. Und wenn euch das ganze Video gefallen hat, lasst ein Like da, abonniert meinen Kanal, aktiviert die Glocke, wächst die anderen Reviews noch aus. Euch ergibt Mizi. Ciao, danke, Servus, pfiat euch.